Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge Minecraft Infinite Evolved Reloaded mit mir, eurem Illyria und Opa Zockt. Mahlzeit. So, in der letzten Folge haben wir hier eine Menge Ressourcen gesammelt, aber ich würde sagen, weil Opa hat mir gerade gedroht, und zwar er will hier meine Maschinenstraße hier für seine ganzen Ressourcen quasi verstopfen, und das geht nicht, weil die brauche ich selber. Das heißt, wir machen für Opa jetzt als erstes eine eigene Sackmüll. Ich hab dir nicht gedroht, ich hab nur angekündigt, dass du deine Maschine wahrscheinlich die nächsten 2 Stunden vergessen kannst. Ja eben, das ist Drohung genug für mich. So, dann brauchen wir erstmal Soul-Maschinen-Chassis. Dafür haben wir überhaupt noch Damen. Industrial Dye Blend haben wir noch. Was ist das denn hier? Zinn, noch mehr Zinn. Nehmen wir doch alles mit hier. Oh, dieses Zombie-Gegröle geht mir auf den Zeiger. Machen wir den Zombie erstmal weg. Ja, hier, bei mir hat was gespawnt. Auch nicht. Brauchen wir Edelweit? Nö, eigentlich auch nicht. Zumindest noch nicht. Jetzt haben wir Ruhe im Karton. Nein, da kommt der Müll nicht rein. Da auch nicht. Da kommt der Müll rein. Alter. So, das war ja mein Tisch. Ja, Drawer, genau, hatten wir ja aufgemacht hier. Und zwar hier habe ich Cobblestone in den Drawer. Ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme gemacht habe oder außerhalb der Aufnahme. Hatte ich, glaube ich, in der Aufnahme gemacht. Das, ja, genau, daher wisst ihr das. So, dann machen wir jetzt erstmal, wie gesagt, die Sackmüll für Opa. Das Grains, hier Gitter unten. Und Eisen. Grains, Gitter und Eisen. Habe ich denn noch hier Grains? Ernsthaft? Ich habe kein Grains auf Infinite mehr? Okay. Okay, ich habe tatsächlich kein Grains auf Infinite mehr. Das heißt, runtergehen, ein bisschen Grains farmen. Aber ich hätte gerne Magneten. Okay, Flint and Steel erstmal. Für Feuerzeug. Och, echt jetzt? Schon wieder tot? Ja, nicht aufgepasst. Ich dachte, der Creeper wäre noch weiter weg. Ja, das ist ja das Fiese an diesen blöden Viechern. Die schleichen sich so an dich heran, das merkst du gar nicht. Ja, ich habe den gesehen, aber... Was glaubst du, wie viele Creeper mich schon getötet haben? Das ist schon gar nicht mehr feierlich. So, mein Problem ist, ich weiß nicht, ob ich da jetzt jemals wieder hinfinden würde. Okay. Hier runter, das ist klar. Hallo Creeper, ich hab dich schon wieder runterspringen gehört. Lass mich in Ruhe, ich muss hier durch. Macht der Magnet irgendwas? Nö. So, dann muss ich hier lang. Na toll, da kommt ein Zombie, den kann ich jetzt natürlich nicht besiegen. Na super. Ja, wir müssen das Grains auch noch automatisieren, das ist ganz klar. Aber es gibt Wichtigeres. Ich brauche Ressourcen und ich möchte mal langsam endlich mal damit anfangen, mein Haus zu bauen. Aber es verschiebt sich immer wieder nach hinten, das ist schon ein bisschen doof. Na komm, Feuer. Ja, das lösch ist sehr doof. Lösch dich, Feuer. Was? Da ist noch ein Dings. Kannst du mal kurz herkommen?
Bin gerade etwas verhindert, aber wenn das Feuer gelöscht ist, komme ich zu dir. Aua! Ich brenne. Ja, traumhaft. Ja, ich bin wieder tot. Das Feuer ist jeden Moment gelöscht, dann komme ich zu dir. So ärgerlich hier schon wieder. Meinst du in deiner Hütte? Nein, ich bin in der Mine. Ich versuche meine Leiche zu retten. Das kriegen wir hin. Ja, aber ich bin gleich wieder tot. Dann warte auf mich. Habe ich keine Zeit zu. So, jetzt bin ich auf dem Weg. Da prügelt hier ein Zombie mit Goldrüstung ab im Brot. Oh. Wenn du kurz meine Sachen beiseite. Weil die will ich nicht in einer Zombie-Höhle verlieren, die Sachen. Und ein paar Fackeln, dann komme ich. Da sind die Fackeln. Ich finde meine Leiche eh nicht wieder. So, jetzt bin ich auf dem Weg. Jetzt muss ich gucken, wo du bist. Okay, ich sehe dich. Ja, die Frage ist, ob du überhaupt hierher findest. Notfalls grabe ich mich straight runter. Nur man braucht dringend bessere Jetpacks, weil der Hover-Modus bei diesem Jetpack ist Mist. Oh, jetzt ist hier noch eine Hexe. So, ich bin jetzt über dir. Du bist direkt unter mir, ne? Ja. Ja, keine Ahnung, ich kann nicht gucken, ich bin auf der Flucht. Ja, das war's. Ja, ich bin der Hexe, da kommst du nicht gegen an. Hast du die Arsch? Ja, nicht nur Hexen, hier sind 30.000 Zombies und Creeper. Entweder buddelst du dich jetzt runter oder lässt es sein. Ich bin doch gerade auf dem Weg zu dir. Essen ist auch gleich leer. Wo bleibst du denn? Bin auf dem Weg. Ich brauche also mich 20 Stücke runterbrücken, das ist doch wohl kein 20-Stunden-Auftrag, oder nicht? Ich grabe mich nicht direkt straight runter, weil ich keinen Bock habe, mach in einfach. Irgendeine Gefahr zu fallen. Mach einfach, du hast ein Jetpack. Okay. Jetpack. Los, komm her, Skelett. Ich müsste direkt bei dir in der Nähe sein. Ja, ich flüchte aber gerade vor Monstern. Ja, ich höre sie. Nur ich habe auch Gold gefunden, das kann ich nicht liegen lassen. Oh, komm jetzt auch erstmal hierher, bevor bin ich doch tot bin, meine Güte. Ich suche den Ausgang, ich weiß ja gar nicht mal, wo ob die Höhle ist. Ja, hat sich schon wieder erledigt, ey. Meine Güte, ey. Ich suche dich ja die ganze Zeit, aber ich finde auch, find auch die Schlucht nicht. Ich bin nicht in der Schlucht. Okay. Ich suche jedenfalls den Ausgang. Welche Höhe war das? Ich weiß es doch nicht. Ich bin ja tot, ich muss wieder zurücklaufen. Ja. Siehst doch da ein 3x3 großes
Tunnelsystem. Da muss man einfach langlaufen. Hier ist kein Tunnelsystem, wo ich bin. Dann suche es doch einfach. Ich suche es doch. Was denkst du, was ich gerade die ganze Zeit hier tue? Und du läufst jetzt einen Tunnel entlang. Was steht da für eine Höhe? Höhe 16. Könnte das hinkommen? Höhe 16? Höhe 13. 13, was? Okay. Schon wieder die Scheißdings. Da muss ich tiefer. Ja, ich warte dann hier mal weiter. Ja, mach das. Ich bin jetzt auf Höhe 14. Oh, Fackeln. Ich sehe nichts mehr hier. Manu! Wo sind die Fackeln denn hier? Warte, ich sehe dich. Bleib mal da stehen, wo du bist, wenn es geht. Ja, nee, geht nicht. Ah, das ist Elektro-Tin. Das interessiert mich nicht. Oh Mann, buddel dich doch bitte einfach jetzt erstmal durch. Mach ich doch. So. Machst du dir um die Hexe weg? Eine Hexe? Da komme ich selber nicht gegen an. Natürlich kommst du dagegen an. So, Hex ist weg. Ja, weiter. Oh, hallo. Muss mich eben auffallen. Alter, was geht denn da ab? Du gehst ja auch nie mit Fackeln ins Tunnelsystem, weiß ich. Nee, brauchen wir auch nicht. Im Regelfall bin ich ja sofort hier weg. Es gibt eine Möglichkeit, mich schneller aufzuheilen. Das Brot ist zu langsam. Okay, sieht schon besser aus. Okay. Attacke! Hallo, wieder runter. Ja, ich komme. Ich bin unten. Wo bist du jetzt? Ja, falsche Richtung. Komm hier hinten her. Ach, da lang. Und wo ist denn mein Leich jetzt? Das müsste da oben sein. Da kann ich dir schlecht behelfen. Ich habe den Marker nicht. Ja, ich weiß ja nicht mehr, welcher Marker es ist, weil ich ja so oft jetzt gestorben bin. Geh doch einfach in die Markerliste rein. Da wird das angezeigt, welches das aktuellste Grab ist. Dann kannst du die, da kannst du die Gräber haben, die älter sind, deaktivieren auf der Liste. 21, 59, das müsste der hier sein. Das müsste der Orangene sein. Das der da hinten sein. Hab dich wieder aus den Augen verloren. Ja, dann lauf doch einfach die ganze Zeit erstmal hinter mir her, bevor du die ganze Zeit versuchst, den Rohstoffe zu farmen. Ich habe keine Rohstoffe jetzt gerade gefarmt. Wo bist du? Da, wo der Lavasee ist. Ach da, okay. Das kann da hinten nicht sein. Hast du die alten Marker erstmal deaktiviert jetzt?
Ich weiß nicht, welche die richtigen sind. Ich habe keine Ahnung. Es wird doch mit Datum und Uhrzeit gekennzeichnet. Ja, ich habe drei Marker. Drei Stück. Ja, und die sind, soweit ich weiß, mit Datum und Uhrzeit gekennzeichnet. Ja, aber ich weiß nicht, welcher Marker welcher ist. Okay. Dann musst du alle drei abklappern, wenn das drei sind. Die Gräber, die spawnen, soweit ich weiß, nicht. Soweit ich weiß, nee, doch, soweit ich weiß, die spawnen die nicht. Kannst du mal hier anfangen durchzurütteln? Da wo ihr durchbauen, was? Ja, einfach durchbauen. Ja. Hier ist ein Eingang. Ja, weiter. Ich komme da nicht hoch. Nein, weiter, weiter. Geradeaus weiter durchbrüllen. Okay, direkt geradeaus durch. Komm doch hier hoch. Da brauchst du nicht durchzubuddeln. Mach doch einfach hier vorne weiter. Der Marker Was ist denn? 11 Meter vor uns. Ich muss mal was zumachen, weil es ist Todesgefahr. Oh, mach doch, buddel doch erstmal bitte weiter. Ich will nicht in Lava springen. Du musst doch einfach nur weiter buddeln. Mach ich doch. Du kannst doch 5, 6 Meter vor dir her buddeln. Das sind Diamanten, die möchte ich nicht verlieren. Hier ist der Marker, angeblich. Bist du sicher, dass die Höhe richtig ist? Aber das ist aber der Anfang, das ist der Anfang der Höhle. Ja, hier habe ich mich schon, hier ist sie schon einmal durchgegraben, das ist richtig. Da ist der Marker. Wo ist jetzt der andere Marker hin? Hier ist ein Erdblock. War da vielleicht ein Grab drauf? Nein. Das ist der erste Marker, den ich noch habe. Okay, dann entweder unten drunter oder oben drüber. Ja, buddel mal. Buddel mal nach unten. Der Block muss da Achtung! sein. Alter. Hier können wir nicht tiefer. Geh doch da oben auf den Block drauf und buddel einen tiefer. Mache ich doch gerade. Da ist nur Basalt. Also hier unten ist Das schon mal nichts. sind diese beiden Waypoints. Oder ist das der grüne? Lass uns erstmal ganz zum grünen gehen. Ja, ich komme. Wenn es der nicht ist, dann muss ich mal da unten rumwurzeln. Meter, das ist viel zu hoch eigentlich. Hier waren wir auch eben. Hast du was zum Hochbauen dann? Ja, klar, habe ich immer. Alter, ich hänge mal fest hier. Kannst du mir mal irgendwas Dirt-mäßiges oder sowas geben? Okay, ich habe kein Futter mehr dabei. Ah, doch, ich habe noch Äpfel und ja. Notfalls Gammelfleisch. Der ist doch 17 Meter Höhe, das kann doch nicht sein. Oder war ich hier? Ah, toll. Wo bist du denn jetzt? Hinter dir. Ja, 10 Kilometer hinter mir. Ich suche selber nach dem Grabstein. Du kannst ihn doch gar nicht sehen. Nein, aber ich suche die Umgebung ab. Deine Marker scheinen ungenau zu sein. Buddel mal in die Richtung. Hier geradeaus durch. Ja.
Stopp, jetzt nach rechts. Vierzehn, dreizehn, zwölf, elf. Meter noch bis zum Marker. 7, 6, stopp, stopp, hier ist der Marker, aber nach oben jetzt noch. Da ist Stopp, eine warte Höhle. mal. Achtung, Monster! Nee, doch nicht, ich hab mich ver... Doch, doch, Monster, komm da runter! Dann geh du immer zuerst hoch. Ja. Hier ist es, ich hab's gefunden! Ich gehe weg. Cool. Moment, 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 Moment. Ja, ich habe keinen Plan mehr, wie ich den ganzen Scheiß noch mitkriegen soll. Das weg, das weg, das weg, das Ich weg, mache das eben bei mir weg. leer, ich kann notfalls Sachen mitnehmen. Ja, Moment, ich muss einfach nochmal die ganze Geschichte mal ein bisschen um. So, das da, der da, der da. Dein Helm ist weg. Ich hatte keinen Helm mehr gehabt, der ist schon kaputt gegangen. Ach so. Alter. Das ist so langweilig. Hier sind überall nur Aluminiumbüsche. Ich dachte, unter der Erde findet man Wertvolleres. Solche Sachen aufsammeln, die du hingeschmissen hast? Also ich brauche den Scheiß nicht. Das Cobblestone drunter, da ist Sand drunter. Ich Knochen brauche brauche ich für den Sch Bone-Meal. Ich brauche auch Strings. Weißt du, Riesige Äste, ich komme zusammen. Ja. Frage ist. Nein! Was ist Was? passiert? Wo hat er mich jetzt schon hin teleportiert? Ah, so ein Jetzt. scheiß Teleport-Creeper. Ja, ich bin gerade am Wegpunkt löschen. Du hättest in meiner Nähe bleiben sollen. Ich stehe da noch, du bist wenn er weggelaufen. Nee, ich bin gerade zu dir hingekommen und dann bist du weggelaufen. Ich wurde wegteleportiert, aber. Ja, ich suche dich gerade. Ja, ich bin ganz am Anfang. Irgendwo. Aber gut, ich habe eh alles sortiert. Erstmal schon mal vielen Dank für die Hilfe. Kein Problem, gerne. Oh, Alter, cool. das ist. Sowas von nervig, ja. Das ist natürlich meine Höhle, wo noch die ganzen Rohstoffe sind, die ich noch nicht abgearbeitet habe. Ich hab mir eine Dungeon-Kiste gefunden. Cool. Ja, gut, da war ich schon. Nö, da war ein Zeug drin. Ja, ich habe das halt nur das Wichtige rausgenommen, was ich brauchte. Ach so. Na gut, wenn du dann hier fertig bist, dann Ja, fertig bin ich eigentlich noch lange nicht, aber ich muss wieder zurück. brauchst du Also mich noch in der nochmal. Höhle oder kann ich mich nach Hause teleportieren? Nee, ich teleportiere mich auch nach Hause. Oh. Ja, weil du hast hier deine Sachen. Wow. Ah, brauchst du doch noch meine Hilfe? Nein, ich bin im Haus. Ja, ich. Ah ja, genau. Du wurdest in deiner eigenen Hütte in Luft gejagt. Hast du deinen Spawnpunkt wenigstens ausgeleuchtet? Dass du nicht bei den Ich Monstern spawnst. spawne mitten irgendwo im Nirgendwo. Oh. Weil mein Bett leider unter Umständen Ah, ich verstehe. Unbrauchbar geworden ist durch die ganzen Monster. Nein, mein Bett ist halt einfach weg. Das ist nicht gut. Ich habe eine Netherwarze. Cool. Gut, aber ich würde sagen, Opa, wir machen hier Feierabend. Liebe Zuschauer, wir hoffen, ihr hattet euren Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüss, die Zuschauer mit Sicherheit ihren Spaß gehabt jetzt.